Servus und hallo zu einem weiteren Angespielt-Video. Heute den Bausimulator 2015. Ich habe das Spiel schon einige Zeit bei mir rumliegen und da dachte ich, ich mache jetzt mal ein Angespielt dazu. Ich habe die Gold-Edition, die ihr bei Steam für 25 Euro euch holen könnt. Oder auch die Standard-Version für, ich glaube, 15 Euro ungefähr. Ich spiele das Ganze jetzt mal mit Maus und Tastatur. Ich habe es ehrlich gesagt nur einmal kurz angespielt. Das ist aber schon ewig her, deswegen, ich habe jetzt das Profil auch gelöscht, mein altes. Name, Firmenname, Playground. Ich hätte gern rot und die Spielfigur. Ah, Warnweste wäre schon nicht schlecht. Ich nehme den da. Und los geht's. Ja, den hier. Und Karriere starten. So, wir legen los. Ist ein Simulator, wer hätte es gedacht. Das Ganze ist am 18. November 2014 erschienen von Astragon. Und gleich vorab, es ist ziemlich still. Keine Musik, keine Sprachausgabe, nur Texte. So, wir sind im Bahnhof von Wolfsheim. Ich klicke da einfach mal ganz kurz schnell durch. Der labert halt, ja, ich bin willkommen, jede Menge Arbeit wartet auf mich. Ich soll in den LKW einsteigen. Dann mache ich das jetzt mal. Und zwar mit F. Und dann legen wir los. Netter kleiner MAN. Schauen auf die Karte, den Weg zum Firmengelände. Wir sollen zum Firmengelände und hier jetzt links. Oh je. Mit dem Controller würde er sich wahrscheinlich ein bisschen besser fahren. Da kommt gerade nichts. Ich muss jetzt hier rein. So, Firmengelände entdeckt. Geil, wie er einfach schon fehlt. Ich weiß, war der überhaupt gerade mit drin? Mit F steige ich wieder aus. Dann laufen wir mal zum hin. Mit F. So, da wären wir. Das ist unser Firmengelände. Klein, aber fein. Ich denke, für den Anfang sollte das genügen. Da drüben siehst du unseren derzeitigen Fuhrpark. Wir haben zwei LKWs, einen kleinen Bagger und einen passenden Anhänger, um ihn zur Baustelle zu transportieren. Wie die Fahrzeuge im Einzelnen funktionieren, dazu kommen wir gleich. Okay, ich bin sehr gespannt. Womit starten wir denn? Ich hoffe, mit dem Bagger. Wir wurden beauftragt, eine Zuleitung für eine Zisterne zu legen. Dafür brauchen wir den kleinen Bagger. Yes! Da sich der Bagger nicht für die Straße eignet, bringen wir ihn mit dem Anhänger zur Baustelle. Fahr mit dem LKW vorsichtig in den Anhänger ran. Sobald du richtig stehst, kannst du ihn ankoppeln. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass alles klappt. Ich hoffe, wir haben eine gute Versicherung. Ach, ich bin Profi. Ja, das hoffe ich für dich. Und los geht's. Also, dann fahren wir mal mit dem LKW hier langsam ran. So, und mit C koppel ich an und mit Shift Q Stütze einfahren. Okay, vielleicht nehme ich doch nochmal meinen 360 Controller dazu. Mit dem fährt sich's wahrscheinlich einfach einfacher. So. Ich hätte gern eine andere Kameraperspektive. Und dann fahren wir mal mit dem Bagger hier. Fahr hier rechts runter. Darfst nicht zu schnell fahren. Ich vermute mal, dass hier schon die Baustelle ist. Stell den Anhänger zwischen die vier orangenen Pylonen. Du bist witzig. Okay, probieren wir das mal. Und jetzt wieder ein bisschen rückwärts. Bip, 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 bip. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist nicht perfekt. Der fährt sich nicht so leicht, wie man denkt. So. Mit... Stehe ich schon richtig? Ja, oder?
Du musst nicht komplett ein Fahrzeug. Es kommt keine Meldung oder so. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen. Oh, es gibt sogar Spuren. Stützen müssen ausgefahren werden. Dazu will ich das hier drücken. Und dann das. Stütze ist ausgefahren. Stütze vollständig ausgefahren. Und jetzt, ne, mit Y steige ich aus. Wie hänge ich ihn nochmal ab? Ah. So. Okay, dann steigt man aus. Laufen nochmal zum... Wie heißt er nochmal? Hab den Namen vergessen. HP? Nee. Naja, das ist schon ganz gut. Ich glaube, fürs Erste egal. Na klar, was denkst du denn? Bin ja kein Anfänger mehr. Oh, doch bin ich. Jetzt mal ganz langsam, Quackerjack. Ich lade erstmal den Bagger ab und erkläre dir, wie man das Ding richtig steuert. Geil. Steige in den Bagger ein. Bin unterwegs. So, bin drin. Pass auf, was wir hier haben, ist ein kleiner Raupenbagger. Im Gegensatz zu einem LKW steuerst du hier die beiden Ketten und zwar unabhängig voneinander, jeweils nach vorne und nach hinten. Bewegst du eine Kette nach vorne und die andere nach hinten, dreht sich der Bagger. Alles klar, verstehe ich soweit. Der Profi nennt das Löffel, die Schaufel, also das heißt nicht Schaufel, sondern Löffel. Ja, witzig. Um den Kanal auszuheben, musst du zunächst vom Fahrmodus in den Betriebsmodus wechseln, dann kannst du den Arm und den Löffel bewegen, so wie die Kabinen drehen. Schalte in den Betriebsmodus, um zu sehen, welcher Hebel was macht. Ich würde es aber gern von innen machen. Ah, so. Ich bin momentan im Fahrmodus. Wie schalte ich denn um? Hier fehlt mir jetzt so eine... Ah, hier mache ich Außen- und Innenansicht. Okay. Wie schalte ich in diesen... Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich im... Ne, das war zurücksetzen. Okay. Ja, das ist mir jetzt noch ein Rätsel, wie ich den Modus umschalte. Das ist die... Ah, doch, mit B. Ja, da mache ich die Kamera. Alles klar, okay. So weit, so gut. Hier mache ich die Schaufel hoch und runter. Okay. Steigen wir nochmal kurz aus. Reden wir nochmal kurz mit dem. Können wir noch mit dem reden? Nein. Wir müssen wahrscheinlich hier baggern. Dann backen wir da. Baggern wir da mal einfach. Gehen wir in den Kettenmodus. Ich würde gerne in diese Richtung fahren. So. Wechsel jetzt in den Baggermodus mit B. Also gut, dann baggern wir. Hier mal. Ich müsste die ja noch so nach oben bewegen. Es gibt keine Stelle, wo ich es ausladen soll. Ich mache es einfach jetzt mal hier. Oh, die Steuerung ist mir noch nicht so ganz inne. Aber es ist lustig. Das macht irgendwie Spaß. Hallo. Gute Arbeit. Willst du noch weiter baggern? Ja, bitte. Ich will doch ganz kurz ein bisschen weiter baggern. Das macht Spaß. Baggern macht Spaß. Immer schön langsam. Wow. Das war, glaube ich, zu viel des Guten. Da einmal aufgenommen habe, kann ich das in... Wow, cool. Bin ich irgendwie zu kräftig rein? Ich verstehe das nicht so ganz. Boah, 99% die Schaufel voll. Yeah, Profi-Bagger.
Es ist lustig. Tatsächlich ist es echt witzig. Warum habe ich das Spiel nicht schon früher angefangen? Okay. Red mal kurz mit dem Kerle. Ich kann nicht mit ihm reden. Muss ich das jetzt voll fertig baggern? Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt wieder sowas, wo ich gern wüsste, was zu tun ist. Ah, hier, jetzt funktioniert's. X. Ah, wenn dann Dings dran ist, okay. Aha, okay. Okay. Gucken wir mal ganz kurz. Aktive Aufgaben. Baggere den markierten Bereich aus. Bin dabei. Der hat mir nicht gesagt, wie tief. Oh. Oh. Naja. War schon besser. Ich komme da nicht so richtig ran hier. Das Stückchen will er nicht mitnehmen. Das will er nicht mitnehmen. Ah. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Es ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Ich bin kein Bagger-Experte, wohlgemerkt. Das merkt, sieht man, glaube ich, auch ganz leicht. Jeder Baggerfahrer wird sich jetzt gerade wahrscheinlich den Kopf lang. Oh Gott, was macht der da? Das schlimmste Baggerloch ever. Jetzt habe ich es gerade mit der Steuerung nicht mehr so. Ich glaube, ich sollte mal ein Stückchen vorfahren. Erstmal drehen wir uns hier. Oh. Mal das hier ein bisschen gerade. So. Und abwärts. Gute Arbeit. Möchtest du weiter baggern? Nein. Sehr gut. Du lernst schnell. Wechsle wieder in den Fahrmodus und mach den Bagger in die Gruppe. Was? Das war gerade ein bisschen extrem schnell, mein Freund. Komm mal her zu mir. Ich komme. Das hast du prima hinbekommen. Sieht gut aus. Als nächstes brauchen wir die Wasserrohre. Ich denke, eine Palette sollte reichen. Wo bekomme ich die? Nimm den LKW und fahr zur alten Heininger. Zum alten Heininger am Ortsausgang. Das ist unser hiesiger Baustoffhändler. Ich markiere dir den Laden auf der Karte. Sprich dort mit dem Verkäufer und besorge uns eine Palette Abwasserrohre. Und sag ihm einen schönen Gruß von Happe. Ich bin schon unterwegs am Ortsausgang zum Heininger. Gut, dann fahren wir dahin mit dem LKW. Nicht mit dem Bagger, sondern mit dem LKW. Oh, Abschnitt abgeschlossen. Ich habe Geld gekriegt. So, dann geht's los. Fahren wir mal von innen. Du könntest dir ein neues Fahrzeug leisten. Möchte ich aber nicht. Wow. Oh, ich glaube, ich habe den gerammt. Naja, gut. Ich glaube, der Verkehr und alles hier ist eher mehr Zierde. Hier geht es ja mehr um das Spiel an sich. Gucken wir mal. Baustoffhändler. Stell den Pritschenwagen irgendwo hier ab. Ich bin ein anständiger Fahrer, der... So, wo ist der? Muss ich hier zur Tür vielleicht rein? Nope. Ah, da. So,
Ich brauche mit der Maus besser. Rohre und Kabel. Hier, Abwasserrohr. Eins bitte. Eine Palette müsste reichen, deswegen einkaufen. Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch einen Gabelstapler mieten, um die Palette. Sprich nochmal mit dem Mitarbeiter und miete einen Gabelstapler. Sprich nochmal mit dem Mitarbeiter und miete einen Gabelstapler. Ausrüstung. Ah, hier Leihfahrzeuge. Einen Gabelstapler. Möchtest du wirklich dieses Fahrzeug ausleihen? Ja, möchte ich. Die Palette findet sich in dem Hof und in einem Regal. Lade mit dem Gabelstapler auf einen Bridge und steige. Oh, cool. Oh, cool. Ich liebe es jetzt schon. Wo ist die Palette? Wo ist die Palette? Wo ist die Palette? Wo ist die Palette? Ah, da. Ich sehe halt nicht wirklich was. Also, wer es nicht weiß, ich selber fahre Gabelstapler. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt. Okay, das ist schwierig von außen. Wow, was ist das? Ah, okay, jetzt. Jetzt macht es natürlich schon mehr Sinn. Ja, jetzt. So. Oh, nach hinten lehnen bitte. Wow. Verdammt. Es ist kein Vergleich mit echtem Gabelstaplerfahren hier. Sorry, also. Wohlgemerkt, das ist ganz anders. Aber ich müsste das Ganze mit mehr Gefühl angehen. Oh. So. Dann wollen wir das Ganze nach hinten lehnen. So, und dann müssen wir das auf unseren... Dann müssen wir jetzt hier die Pritsche aufmachen. Seitenwände öffnen mit X. Genau. So. Und hoch mit dem ganzen Quatsch. Es macht echt Spaß. Oh, falsche Taste. Und wieder raus. Gabel runter. Aussteigen. Einsteigen. X drücken. Gucken. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann fahren wir zurück. War ja ganz einfach eigentlich, oder? Naja, ich finde es von innen ist hier einfacher zu fahren. Ich komme den Pritschenwagen hier irgendwo ab. Entziehe die Lage und dann komm zu mir. Stellen wir mal hier vor den Anhänger. So. Machen wir da gleich auf. Wo ist er denn? Hier. Hat ja super geklappt. Jetzt müssen wir nur noch abladen. Verlegen können wir die Dinger dann von Hand. Die ganze Palette ist aber ein bisschen schwer zum runterheben, oder? Mein Arm, Rücken. Keine Angst. Am Laden haben, benutzen wir den Bagger. Vorne an der Schaufel ist ein Haken, mit dem wir die Palette abladen. Ah, okay. Setze dich mal in den Bagger und bewege den Löffel über die Palette. Dann kannst du die Palette anhaken. Oh, cool. Oh, da hat der hat weiter gebaggert. Oh. Das ist falsch rum. Ich würde gerne das Ganze drehen. Mal das hoch. So.
So rum müssen wir. Vorwärts. Ist auch mit der Steuerung ganz witzig. Ich drücke jetzt beide Sticks gerade nach vorne beim... Was ist mit der Palette passiert? Oh! Ups! Okay, so, jetzt gehen wir wieder in den Modus. Alt, höher. Niedriger, höher. Anhaken. Das ging etwas einfach, aber... Stell die Paletten zwischen die Pylonen. Da muss ich kurz wieder umschalten und ein Stückchen zurückfahren. Das ist witzig. Super, komm mal her. Ich erkläre dir, wie es weitergeht. Jo, ich komme. Lief doch prima. Die Rohre sind abgeladen und die Jungs können jetzt hier weitermachen. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wäre es gut, wenn du inzwischen den Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Okay. Dafür brauche ich den grünen Absetzkipper, oder? Ja, der steht beim Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, drüber zu laufen, kannst du dir ein Taxi nehmen. Wenn du dazu den Knopf mit dem LKW oder links... Was? Und wähle den entsprechenden Fahrzeug, was es direkt hinbringt. Nochmal. Verwende dazu den Knopf mit dem LKW oben links. Knopf mit dem LKW oben links. Hier, Absetzkipper. Cool. Hol den Container von der Baustelle ab und bring ihn zum Kieswerk. Schön gucken. Ein Fußgänger, den überfahren wir jetzt einfach mal. Da bist du ja, park denn schnell an der richtigen Position. Wow. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen. Einfach mir jetzt das Ding. So, ich brauche die frei. Ich muss ein bisschen zurückfahren. Oder auch nicht. Was muss ich denn jetzt drücken? Ah, das hier. Okay, lass anhaken. Und jetzt nach oben. Warum bleibt jetzt da hängen? Dürfte er eigentlich nicht hängen bleiben. Ah, jetzt. So. Dann geht's los. Da ist ja nicht mal was drin. Ach, hätte ich das da reinladen sollen. Hoppla. Da habe ich wohl ein bisschen geschlafen. Jawohl, hier kann ich Gas geben. Boah, aber das ist schon ordentlich schnell, das Fahrzeug. Also es kommt einem schneller vor, wie jetzt hier die 80 km/h. Muss ich sagen. Es kommt einem echt schneller vor. Bisschen vom Gas, wir müssen hier gleich links. Ich will ja die Einfahrt nicht verpassen. Ja, fahren wir einfach raus, genau. Warum denn nicht? Also, detailgetreu und liebevoll sieht ja anders aus. Hier, das sind einfach nur Texturen hingeklatscht. Es ist wieder so ein Spiel, also klar, es ist ein Simulator, okay. Aber es ist wieder so ein Spiel, wo die Optik nicht im Vordergrund steht, sondern das Gameplay steht im Vordergrund. Ich muss sagen, es macht auch echt Spaß eigentlich. Das klingt total bescheuert, aber es macht wirklich Spaß, komischerweise. Ich denke immer, das ist das Wichtigste, dass das Spiel Spaß macht. Das Gameplay muss auch stimmen. Klar, wenn das jetzt grottig, elendig grottig schlecht aussieht, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Aber ich meine, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Spielspaß steht im Vordergrund, denke ich mal. Was Ausleger ausfahren. Stell den Container hier rechts neben dem markierten Bereich. Ja, okay. Ich vermute mal, er meint hier. Ich kann das ja auch noch. Ich kann das ja auch noch höher stellen. Deswegen war das falsch vorher. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich tun soll. Gucken wir nochmal kurz nach. Auftrag. Lehrgänge. Nee. Aktive Aufträge. Bis euch ein Könner von einem Bomben transportiert die Ladung zum Zielbereich. Ich muss jetzt noch irgendwas tun, aber ich habe jetzt leider nicht mitgekriegt, was. Hallo, Sie sehen aus, als hätten wir, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe das. Vielleicht können Sie ja sagen, was ich finde. Also, hier direkt auf Sie können Sie volle Container in der gelben Markierung abstellen. Wenn Sie Frischbeton brauchen, dann fahren Sie in den, mit dem Betonmischer einfach unter den Mischturm. Der ist. Das ist der mit dem blauen Silos, wo oben Liebherr draufsteht. Der Füllvorgang startet automatisch, wenn Sie richtig stehen. Fürs Schüttgut gibt es im Gelände nebendran einen Trichter, in den Sie abladen können. Der Bereich ist gelb markiert. Wenn Sie Erde benötigen, dann fahren Sie unter einen der drei Silos neben dem Trichter. Die Flächen sind weiß markiert. Okay, ich glaube, ich soll den hier jetzt abstellen. Habe ich so das Gefühl. Du kannst nicht so schnell fahren. Also. Nochmal. Wir müssen jetzt das... So. Wow. Hinten. Oh. Und absetzen. Sehr gut. Fahr denn... Ausleger wieder ein und kommt dann zurück zum Firmengelände. Wenn du keine Last hast, Lust hast selbst zu fahren, verwende die Transportfunktion. Dein Fahrzeug liefern, dann probier es aus. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust zum Fahren. Ich will zum Firmengelände, also hier. Firmengelände. Möchtest du wirklich das Fahrzeug wirklich auf dein Firmengelände zurücksetzen? Ja. Cool. Bagger steht auch schon wieder da. Du bist ja schnell, nein, komm rüber zu mir. Hallo Happe, da bin ich wieder. Ganz schön anstrengend, so ein Tag auf dem Bau. Oh Mann, dabei hast du ja erst die ersten Maschinen kennenlernen. Aber ich denke, die Grundlage ist jetzt darauf. Das heißt, ab jetzt kannst du auch selbstständig Aufträge durchführen und anfangen, Geld zu verdienen, damit du das Unternehmen ausbauen kannst. Na, dann geht's ja richtig los. Ich freue mich drauf. Denk dran, wenn du deinen aktiven Auftrag... Wenn du einen aktiven Auftrag hast, dann werden die Aufgaben rechts aufgelistet. Wenn du die einzelnen Aufgaben anklickst, dann sage ich dir nochmal kurz, was zu tun ist. Ach so. Oder du schaust im Auftragsmenü und informierst dich dort. Von Zeit zu Zeit melde ich mich bei dir und weise dich auf Neuigkeiten und interessante Entwicklungen hin. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns später. Dann mache ich mir eine Armutschau gleich mit der nächsten Aufgabe. Cool. Unerfahrener Auszubildender. Freude, neue Bauerin. Ja. So, und jetzt habe ich quasi hier Open World, kann rumlaufen und mir neue Aufträge suchen. Das ist nicht schlecht. Eigentlich ganz witzig. Gut, das wäre es gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da, ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute!